Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der NF Marsch. Na, letzter Rest hier von Schützenfest, ne? Dann können wir die Mission gleich, glaube ich, abschließen, ne? Wäre ja schon mal schickifani. Robber läuft. Habe ich angestellt, dass der laufen soll? Ich hoffe, der muss eh noch mal fahren, ne? Ich hoffe, dass das jetzt auch gleich mal für uns ist. Oh, ein echt toller. Svenny hat ja wieder ungewollt Geld ausgegeben letzte Folge. Habt ihr gesehen? Dann wisst ihr ja Bescheid. Aber ging nicht anders. Wir brauchen das Zeug. Aber das wief ein ganz schönes Loch in meinem Budget, ne? Was nicht geplant war. Aber das reißen wir dadurch wieder raus. Und wir werden, wenn es geht, Missionen mit unseren eigenen Maschinen machen. Aber im Moment ja, haben wir ja 3 Missionen noch am Laufen. Deswegen müssen wir jetzt erstmal sehen, dass wir hier fertig werden, ne? Das passt nicht alles in einen Wagen, ne? Krieg einen Föhn, ne? Ich krieg einen Föhn. Egal. Guck mal, die steht da hinten schon wieder in der Leitplanke. Endlich, ey, das ist nicht normal. Dieser AD-Helfer, der macht nur Probleme. Ich weiß nicht, warum. Aber auf diesem Feld mit den Leitplanken ist vollautomatisiert nicht so prickelnd. Muss man ja ganz ehrlich sagen, ne? Ich glaube, wir müssen das Fülllimit rausnehmen. Erstmal eine Zeit. Ah, nee. Oder? Ich weiß auch nicht, ne? Nee, bleib drinnen. Dann fahren wir einmal mehr. Dafür haben wir AD und CP kostenlos. Dann spielen wir mit Anhängerfülllimit. Und irgendwas muss ja realistisch sein, ne? So, können wir den eben nach vorne bröckeln? Mein Blinker ist schon wieder an, ne? Checkhorn. 9-7. Denn die Werte Gisela oder wer hier fährt, die hat's nicht so drauf, ne? Ach, jetzt, wenn ich hier hinkomme. Und schon wieder über der Leitplanke. Ich krieg einen Föhn! Es ist zum Mäusewerk, ne? Es ist zu Mäusemelken. Nee. Oh. Also manchmal macht das gar keinen Spaß, ne? Wenn es dann so klappt, wie es gerade geklappt hat. Richtig schicki vorne. So, dann fahr du da jetzt gleich nochmal eben hin. Weil wir nicht in einen Wagen gehen, dann müsste ich das Anhängerfülllimit rausnehmen. Fahr mal los. Fahr mal los, habe ich gesagt, ne? Vor halt hier lang. Vor halt hier lang. Mann, ey. Fährt die eigentlich schon vor uns? Ja, ist immer so, ne? Speichern. Ach Leute, ich bin nicht froh, dass Freitag ist, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ach, ist abgeschlossen. Oh, dann machen wir hier zurück. Wenn jetzt einer sagt, wo ich lang fahre. Fahr mal zum Hof.
Oder? Oder warte mal. Triticale. Wo ist denn Triticale? Stimmt, ganz unten, wa? Triticale Bahnhof. Wisst ihr was? Dann fahren wir erst zum Hof. Fahren wir zum Hof. Wenn du da bist, hältst du an. Hoffe ich. Bringt jetzt nichts, das zu verkaufen. Gibt ja kein Geld dafür. Auch wenn wir das Geld brauchen. Fahren wir die Schuhe jetzt eben fix ins Lager. Muss eigentlich einen Hofstilkurs nur einfahren, ne? Eigentlich ja, ne? Müssten wir eigentlich, ne? Ich weiß nicht, wo wir sind. Läuft. Der ist gerade nicht so spannend, ne? Aber was gehört dazu? Ja, der biegt sich aber auch hinten auf der Achse durch, wa? Nicht uncool. Nicht uncool. Oh, wir fahren da lang. Ah, hier ist unser Acker. Mein Steinesammler ist bestimmt Aschbräu. Ich habe die Kalkproduktion noch nicht gesetzt, ne? Asche auf mein Haupt. Muss ich auch noch. Dann müssen wir überlegen, was wir hier sehen. Ey, ich weiß es echt noch nicht. Weizen oder Gerste? Wahrscheinlich brauchen wir Weizen irgendwann mal für die Saatgutproduktion, ne? Guck dir jetzt ja fleißig nur am Rumtreckern. Meine Hörer so laut, ne? Muss ich so laut reden, habe ich ja gar keine Lust drauf. Guck, guck, guck. Der führt da hinten, was steht hier vorne hier? Wie machen wir das am besten? Am besten ist direkt jetzt gleich eben AD einfahren, ne? Dann noch wieder. Dann ist das nämlich auch erledigt. Können wir eben machen. Können wir eben machen. Sind ja sofort da. Nein. Ja. Wir sind hoch, 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 hoch. Hier sind noch andere Punkte, da komme ich gerade nicht so mit klar, ne? Ah, das ist Hof. Haben wir einen Punkt. Danke, dass du auch einen Punkt machst. Ich finde, ey, so nobel von dir. So, wir halten hier an. Fahr mal ein Stück zurück. Das ist für mich einfacher, dann sehe ich ihn. Ich will hier nur drehen. So. Noch ein Stück. So. Wir brauchen. Von da. Und da.
Richtig? Richtig. Das machen wir aus. Von denen ihn zurück. Du kannst entladen. Und dann fährst du was für das? Ah, Standard, ne? So, dann vor dem Mann noch ab. Und jetzt können wir nämlich eben kurz gucken. Ah, ist auch gleich vorne. Was ist der denn? Ah, der ist schon wieder ein Abladen hier, du. Der läuft hier auf wie geschnitten Brot, ne? Guck mal. Das läuft. Der ist auch fleißig an der Maloche, habt ihr ja gesehen in der letzten Folge. Ich kann mit meinem Tiefenlockerer kann ich nichts machen, aber wahrscheinlich kann ich damit Flugmissionen annehmen. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Der macht hier seinen Job, den haben wir uns ja jetzt gekauft. Dadurch werden wir jetzt noch Missionen durchballern, ohne Ende. Was halt so geht, ne? Der fährt da wieder hin. Gewartet. Ja, können wir gerade nichts machen, ne? Warum das Schneidwerk sich wohl so biegt? Das würde ich ja auch gerne mal wissen, ne? Also, ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Unser Feldstatus, ne? Ist wieder Kalken oder was? Hier? Oh. Da muss Kalk drauf, ne? Muss da Kalk drauf? Ne, muss kein Kalk drauf. Doch. Ja, schickifani. Kalkbude haben wir auch noch nicht, ne? Läuft. Lalalala, wir müssen ja mal wieder Geld aufnehmen. Heider, neider. Was wollen wir denn überhaupt sehen? Hier gibt man Kalender. August, wir können ja jetzt noch gar nichts sehen außer Raps, also haben wir noch einen Tag Zeit, also brauchen wir uns da nicht beeilen. Wir können rocken. Dritte Korle, Dinkel. Okay. Oder wir sehen. Sonnenblumen ist aber scheiß Fruchtfolge, ne? Die werden erst so spät reif. Da kannst du dahinter echt fast nichts mehr sehen. Was ist das denn hier? Baumwolle im Februar, okay. Nee, brauchen wir nicht. Also haben wir da keinen Stress, weil Raps haben wir im Boden. Ist ja schon ganz sinnig. Jetzt sehen wir eben zu, dass der nochmal zum Hofsilo heizt. Dann können wir die Mission abschließen. Können dann Checkout hintermachen, ne? Der Grubbert und dann gucken wir nach einer anderen Mission, welche wir dann machen können. Ich weiß noch nicht welche. Ganz ehrlich, wir müssen hier echt Kronenriegel renovieren, aber das ist auch gar nicht so einfach, ne? Ich finde es halt manchmal sinniger, wie heißt es, das Zeug einzulagern und zu behalten. Und zu verkaufen, wenn ein größerer Preis da ist. Als. Wie heißt es? Da so großartig. Boah, der Dreschkasten ist bestimmt auch aus. Was hat der Svenny gesagt? Dreschkasten ist aus. Oh, der kommt an. Guck, läuft. Kriegen wir auch hin. Heider, neider. Du sollst jetzt zum Hof fahren.
Das habe ich noch nicht verstanden. Ich hätte jetzt gern den Punkt. Ach, fürs Wetter machen wir hier eben. Silo abladen. Fahr mal los. Willst du mich jetzt veräppeln? Fahr mal dahin. Oh, jetzt findest du den Kurs nicht, oder was? Dann fahren wir zum Hof. Gucken wir gleich da eben noch. Ach so, weil ich keinen Abladungsmodus drin habe wahrscheinlich. Ne? Das ist ja jetzt Überführung. Egal. Kriege ich auch noch hin. Machen wir so. Haben wir was Lukratives noch hier im Business? Das ist abgerissen. Düngen. Nee, kostet so viel Geld. Da ist auch nichts für uns. Wir müssen echt noch eine Feldspritze, glaube ich, uns organisieren, ne? Feld 15. Wie viel Kredit können wir noch aufnehmen, Leute? Ich glaube, wir müssten da noch mal so ein bisschen... Oh Mann, ey. Oh, wir können richtig noch einen Kredit gehen, wa? Eigentlich will ich das ja nicht, ne? So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Die hat 5200, oder? Was hat die? 27. Und die hat 24 Meter. Die hat aber mehr Inhalt. 5200 Liter. Kostet doch gleich mehr, oder? Das sind dann so und so viel. Was heißt, die kaufen wir? Müssen wir wahrscheinlich investieren. So, wir brauchen noch hier Dingsbums-Dings. So, zeig mal her hier. Kann ich hier nicht jetzt Kalk reinfüllen? Was ist das für ein Zeichen? Ich meine, ich habe doch Kalk damit reinfüllen können, oder? Was ist das für ein Zeichen? Ich weiß es gerade nicht. Entweder müssen wir den nehmen oder den. Mit dem fahren wir uns zu Tode. Mit dem brauchen wir... Der ist viel zu teuer. Huh. Was ist das für ein Zeichen? Ach, Kalk ist das. Ja, dann können wir so Miststreuer kaufen. Das wäre ja sinniger. Das Opel fickt die von ab. Guck mal, wie fein das geht da. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Die vorne nebeneinander ab. Vom Allergemeinsten. Wir können gleich eine Mission abschließen, ne? Ah, perfekt. Und haben was eingelagert. Endlich eine Mission abschließen. Das ist echt zum Mäusemelken, ne? Ne, die. Abschließen. Perfekt. Okay. Was habe ich gesagt? Wir können Miststreuer kaufen. Wie viel hast du? 9 Kubik, ne, das ist ja gar nichts. Du hast auch nur 9,5 Tonnen?
Ja, kostet auch mal gleich richtig Kohle, ne? Tonnen? 8,5 Tonnen. Eine Tonne mehr. Komm, wir kaufen was Vernünftiges. Und schon wieder pleite, Leute. Ey, das ist so Mäusemelk, ne? Dann muss ich die Kaltproduktion noch setzen, ne? Ich glaube, das machen wir eben. Kaltproduktion, ne? Sigi, ey, wo setzen wir die jetzt hin? Müssen wir hier irgendwo mit denen setzen, wa? Wie setzen die hier jetzt hin? Da können wir eh lang fahren. Wieso habe ich nicht genug Geld? Die kosten nur so viel. Willst du mich veräppeln? Hier, Kaltproduktion. Alles klar, danke. Jetzt haben wir kein Geld mehr, ja, weiß ich. Ja, nein, du. Ja, nein, du. Kommt hier lang zum Hof? Das haben wir erledigt, Leute. Perfekt, oder? Wir haben eine Spritze gekauft. Wir können die Fläche noch so bearbeiten. Das machen wir auch gleich. Wir haben Mitstreuer, wo wir mit kalken können. Das war, glaube ich, eine ganz sinnige Idee. Ruhig, Brown. Ruhig, ruhig, Jets hier. Ganz cool. Wir sind zwar voll in der Miese, ne? Aber es ist halt leider so. Ich mag das nicht mehr, Maschinen dazu kaufen und dies oder Line oder dies. Dann kaufe ich lieber eine Maschine, weiß ich habe sie. Okay, 9,5 Kubik ist nicht viel. Aber es ist unser und wir können zur Not auch noch Mist damit fahren, ne? So muss man das auch mal sehen. Wir können ja auch einen Gülle kaufen, einen Mistkauf hinsetzen zur Not. Könnten organisch stimmen. Viele meinen, man soll das direkt kaufen, das will ich gar nicht. Was sind hier Räume? Kannst du nämlich direkt Production machen. Und deswegen sammle ich Steine, weil ich Kalk daraus kriege. Das ist der einzige Grund, warum ich Steine sammle. Das Moped kann direkt hier stehen bleiben. Weil wir brauchen einen 4. Wir holen eben den Miststreuer. Bringen den zum Hof. Stellen den unter die Kalkproduktion. Ne? Wie heißt das? Holen das Pflanzenschutzmoped. Machen das voll. Fahren wir Pflanzenschutzmission. Ja, ich glaube, das macht viel Sinn. Aber ich brauche ja gar nicht nach da ganz hinten hinfahren. Ich kann ja. Ah, ich brauche ja gar nicht diese IWC-Container holen. Ne? Wo kann ich denn? Am Bahnhof oder wo? Oder war das da hinten? Muss ich gleich gucken. Richtig ist, dass das noch bitte zum Hof kommt. Nicht alles immer beim Händler direkt stehen lassen. Ist auch nicht so schön, ne? Muss bestimmt noch Kalk dazu kaufen, das ist keine Frage.
aber wir machen jetzt nachher das Pflanzenschutzmoped voll und dann läuft der Lachs hier auf den Fmorsch. Unsere Helfer sind ja fleißig, ne? Können wir gleich nochmal nachgucken. Aber ich sage erstmal danke fürs Zugucken, liebe Leute, ne? Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid mit der Däumelei, ne? Dann werden wir das einhalten. Im Moment mache ich die Folgen halt ein bisschen länger. So und so. Aber wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Ja, und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.